Wenn du die Bildungsmisere lösen willst, die Integration gelingen lassen willst und den Fach- und Führungskräftemangel beenden willst, dann machst du genau das. Das ist Bildung. Punkt. Und wir sind alle total aufgeregt, weil wir seit einer Woche die 48 Könige hier haben. Das ist ein Projekt, bei dem unsere ganze Schule von den ganz Kleinen bis hoch zu den Abiturschülern gemeinsam innerhalb von 4 Tagen eine große Band kreieren werden. Die vergangene Woche ist quasi die Abschlusswoche eines Prozesses, der sich insgesamt über 5,5 Monate erstreckt, nämlich die Auswahl und die beziehungsweise Weiterbildung der sogenannten systeminternen Leader, sowohl aus der Lehrerschaft als auch aus der Schülerschaft, die dazu befähigt werden, ihr Wissen in 5 Monaten quasi zu akquirieren und dann auf die restlichen 600 Leute hier zu übertragen. Das ist eben nicht nur musikalische Vorbereitung, sondern es geht ins Mindsetting, es geht in die Vorbereitung, es geht um gewaltfreie Kommunikation, um Deeskalation. Ich glaube, diese Gemeinschaft und dieser Zusammenhalt, den die Jungs und Mädchen jetzt hier erlebt haben, der kann sie nur bereichern. Dass man sieht, also alleine komme ich nicht weit, in der Gemeinschaft geht es umso leichter und umso weiter. Und deswegen kann ich das nur allen empfehlen, zu sagen, rockt euch zusammen, macht das zusammen und schaut, wie weit ihr kommen könnt. Und das konnte man hier wunderbar sehen. Also von klein bis über die Vorschule bis hin zu den 11. Klassen hier ist das doch hervorragend gelungen. Dass eben die Kinder und Jugendlichen in ihren Stärken sind, dass sie wirklich da waren, wo sie hinwollten. Was ich wirklich beeindruckend finde, ist, dass wir nochmal gesehen haben, dass Schüler, Lehrer, Erzieher und andere Mitarbeiter von einer ganz anderen Seite kennengelernt haben, nämlich nicht als denjenigen, der den Ton angibt, sondern als denjenigen, der selber in einem Lernprozess ist. Und das hat einfach nochmal wahnsinnig mehr zusammengeschweißt. Die meisten Leute glauben, es wäre irgendwie ein Musikprojekt und man würde irgendwie eine Woche gemeinsam Musik machen. Das ist nicht der Fall. Die Musik ist nur quasi der Katalysator oder der Transmitter, der dafür sorgt, dass die Leute sich in ihren jeweiligen neuen Rollen so finden, dass sie A, Lust auf die Rolle haben und B, lernen, dass sie nur durch Kooperation erfolgreich sein können und C, merken, dass jeder Mensch ein ultra wichtiges Teil in dem gesamten sozialen System ist. Die Musik macht das sichtbar, wie wertvoll und wichtig jeder einzelne Mensch ist. Ich werde das halt niemals vergessen diese Woche. Wirklich, ich hatte mich kein Stückchen getraut, die Fotos zu machen. Und mittlerweile renne ich überall rum und versuche, so viele Fotos zu kriegen, wie ich nur kann. Das ist Bildung. Punkt. Machen. Ist dieses Projekt eine absolute Bereicherung und eine bessere Teambildungsmaßnahme kann es nicht geben. Ja, liebe Schulen da draußen, macht dieses Projekt und ihr werdet neue Sachen an euch entdecken und an euren Schülern und vor allem werdet ihr, ohne es zu merken, Grenzen überschreiten, die ihr sonst niemals überschreiten würdet. Also, auf!